Okay. Heute ist der 19.09.2021. Es ist 19:23 Uhr. Ich habe nur kurz E-Mails gelöscht und bin dann online gekommen. Ich habe gestern kein Video gemacht, weil einfach nichts passiert ist. Heute ist es eigentlich genauso. Aber ich möchte ein bisschen was erzählen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache heute wieder ein Video. Wie gesagt, am Freitag habe ich mich ja mit Daniel getroffen und war dann bei Kerstin. Alles rundherum war sehr positiv. Und ich habe jetzt weniger Angst und schaue ganz positiv in die Zukunft. Und Daniel hat mich auch schon zu seiner Geburtstagsfeier eingeladen. Was es mir total schwer macht, ich bin total schlecht im Schenken. Und ich weiß nicht, was ihm so gefällt. Er steht auf sehr persönliche Geschenke. Und mir fällt da im Moment nichts ein, obwohl ich mir schon seit, glaube ich, 3 Monaten Gedanken mache. Mal schauen, mir wird schon bis zur Feier was einfallen. Aber es fällt mir immer sehr schwer und es sind meistens sehr unpersönliche Geschenke. Außer ich höre halt was derjenige wirklich brauchen kann oder was hilfreich wäre. Muss ich noch ein bisschen überlegen. Ich habe ja von Daniel zum Geburtstag ein personalisiertes Zippo bekommen mit dem Aufdruck des Buchdesigns, was mich sehr gefreut hat. Das war wirklich ein außergewöhnliches Geschenk und sowas Persönliches, für mich sehr Wertvolles, habe ich echt selten bekommen. Weil da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht, was mir viel bedeutet und das Buch bedeutet mir viel und gerade, dass ich das mit ihm mache und das Geschenk war einfach perfekt. Aber ich kann ihm jetzt nicht das gleiche zurückschenken, weil ich nicht weiß, wie viel ihm das Buch bedeutet. Außerdem weiß ich nicht, wo er das her hat. Sonst, morgen kommt Marlene das erste Mal richtig arbeiten. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, weil ich weiß, dass ich mich mit Marlene gut verstehe. Aber ich weiß noch nicht genau, was ich mit ihr rede. Und bin dann noch ein bisschen am Hin und Her überlegen, was ich hier erzähle und so. Und freue mich aber sehr auf sie und ja, ich bin einfach froh, wenn wer da ist. Daniel hat entschieden, dass er nicht mehr bei mir arbeiten will. Aus verschiedenen Gründen. Und da bin ich froh, dass ich Marlene als Ersatz habe. Auch wenn sie nicht alle Tage macht. Das wird auf jeden Fall lustig morgen. Und für das Buch, also was ich mit dem Geld mache, habe ich auch schon ein Ziel. Ich möchte einen Psychologiekurs belegen.
Palladius und der kostet über 600 €. Das würde ich mir mit dem Buch finanzieren. Und ja, mal schauen. Was mir halt irrsinnig Gedanken macht, ist, dass es Angie anscheinend sehr schlecht damit ging und dass es noch lange dauern kann, bis sie fertig ist. Und dass das ganze, den ganzen Plan sehr nach hinten schiebt. Ich meine, ich lege sehr Wert drauf, dass sie mitschreibt, weil ich glaube, dass sie gut schreibt, aber auf der anderen Seite denke ich mir, wenn sie zu viel Belastung ist, dann sollte ich mir vielleicht einen anderen suchen. Aber jetzt so auf die Schnelle bekomme ich eh niemanden mehr. Aber wenn das bei Angie jetzt noch ein, zwei Monate dauert, ist halt auch nicht die perfekte Lösung. Und wenn sie einen Flashback nach dem anderen hat, ich will ihr das halt nicht antun. Ich kenne sie persönlich nicht, aber. Und ich möchte auch nicht mehr zu ihrer Krankheit sagen, als ich bis jetzt gesagt habe, aber sie hat halt so Flashbacks. Anscheinend beim Schreiben, die sie ziemlich tief runterdrücken und ich weiß noch, wie das bei mir bei der Biografie war, dass ich das massiv hatte und dass es zu einer irrsinnigen Belastung werden kann. Und ich möchte nicht, dass jemandem durch mein Buch schlecht geht. Egal ob mir, Daniel oder jetzt in dem Fall Angie. Und ich muss mich da mal mit Daniel zusammensetzen und sie vielleicht anrufen und mit ihr reden. Ich möchte auf jeden Fall mich überzeugen, dass das nicht zu viel Belastung ist. Auch wenn mich ihre persönliche Erkrankung oder das, was da hochkommt, nichts angeht oder sie mir nicht erzählen wird. Ich möchte nicht, dass jemand durch mich zu Schaden kommt. Und das ist einfach wichtig. Ich weiß noch, wie ich gelitten habe bei manchen Kapiteln des Buches. Also meines ersten Buches. Und wenn diese Kapitel fürs neue Buch bei ihr sowas auslösen, ist es natürlich nicht gut. Aber das müssen im Endeffekt Angie und Daniel entscheiden. Und vor allem Angie. Sonst. Bekomme ich morgen zwei Pakete? Jetzt nicht so viel in Planung, außer dass morgen ein Marlene kommt, übermorgen und übermorgen Sonja. Donnerstag, Freitag habe ich wieder niemanden da, außer am Freitag war ich zu Kerstin. Samstag ist dann wieder Sonja da. Und
Dann ist es schon wieder Wochenende. Am 1. bin ich bei Christoph. Da darf ich mir mich Kerze nichts ausmachen. Auch wenn ich erst um 17 Uhr bei Christoph. Aber naja. Warum? Ich habe nicht nass geworden. Ich habe mich gekratzt. Auf jeden Fall. Wir werden schon wieder alt. Jeden Fall hoffe ich, dass die Woche schnell vergeht. Und einfach ist nicht wenig los ist. Sonst gibt es nicht so viel Neues. Ich möchte auch meine Kosmetiksammlung abfilmen und ein Video dazu machen. Das werde ich wahrscheinlich morgen machen, am Vormittag. Und dann mal gucken. Weil ich nehme das jetzt schon jeden Tag vor und vergesse es jedes Mal. Heute war genug Zeit gewesen. Aber naja. Meine Haare sind wieder kurz auf der Seite. Die hat mir meine Mutter kurz geschnitten. Sieht wieder viel ordentlicher aus. Mit dem Sidecut.
Ich verstehe nicht, warum manche auf Twitch so unfreundlich sind. Mir hat gerade einer geschrieben, ob ich mir eine Nase gegönnt habe. Ich habe mich verlesen. Und warum soll ich Drogen nehmen? Mir schreibt gerade Marlene wegen der Uhrzeit. So, jetzt passt. So, mehr habe ich heute nicht zu sagen. Ich bin hier schon bei 19 Minuten. Ich habe nicht recht viel geredet, aber naja. Ich werde mich morgen oder so wieder melden, wenn ich was zu erzählen habe. Sonst noch danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Eure Ines.